Happy Life? Ja, ich war gespannt, wie du dich machst als Strohwitwer. Und alles wer da auf wen aufpasst, welcher Hund auf wen aufpasst. Alles kann nur besser werden. Also los. Die Räder sind eingefriert. Ja, hallo allesamt miteinander, ich begrüße euch hier in unserem Schweden. Hinter mir seht ihr Holz, das ist reine Brücke. Ja. Und die letzten Wochen im Winter, das war ganz verdammt knapp. Ich hatte insgesamt 27 Kubikmeter Holz, beginnend von Ende September ja, bis rein in den März. Ja. Und jetzt habe ich mir 30 Kubikmeter bestellt, die kommen da rein. In den Schuppen, die sind schon gehackt, die sind abgepackt in Säcken und so weiter und so fort. Hinter mir sind nochmal 10 Kubikmeter Langholz. Das wird morgen, da beginne ich morgen mit meiner Kettensäge Stiel, die klein zu sägen. Eine Fuhre kommt noch, die steht noch aus und dann wird man, das Holz da hinter mir, das reicht bis rein in, ja, bis September reicht das dann. Dann habe ich da drin 30 Kubikmeter, das für den Winter. Hinter mir nochmal sehr viel, dass ich morgen, wie gesagt, fange ich an zu sägen. Übrigens, das ist Birke, das beste Holz, was du hier kriegen kannst. Ja, das Beste, was du kriegen kannst. Und hurra die Gams, ich freue mich schon auf die Arbeit. Das ist ein bisschen körperliche Ertüchtigung. Und genauso muss es sein. In meinem Alter, da musst du die Maschine schmieren hier. Und mein Geschmier, das ist Power, das ist Work. Und so ist es, ne? Jetzt warte ich, bis der die nächste Fuhre bringt, morgen. Wie gesagt, Kettensäge en route, Marsch und auf geht's. Ne? Jo. Oh!
Den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Du weißt, was die machen? Nein. Ja, pass auf. Im Frühling, da kommt der Bär aus der Höhle gekrochen und sagt, ah, endlich ist der Winter rum. Ja? Da kommen die Tiere wieder aus allen Ecken gekrochen. Ah, der Winter ist vorbei. Dann haben wir Knospen an den Bäumen, das Gras wächst, überall wachsen Blumen. Die Sonne wird wärmer und stärker und die geht höher. Ja, das ist eine schöne Jahreszeit. Im Sommer, da ist heiß. Da ist die Sonne ganz oben, es ist den ganzen Tag schön warm. Es ist heiß, wir können rausgehen in den Garten. Badehose an, ab zum Baden, Sonnenschirm. Ja? Papa, ich glaube, ich will noch was sagen. Den ganzen Tag sind wir draußen. Papa, dann können wir auch einen Sandkasten. Ganz genau. Da bauen wir da draußen einen Sandkasten. Und Sommer ist eine schöne Zeit. Und dann im Herbst, da fallen die Blätter langsam wieder ab. Der Bär sagt, muss mich wieder für den Winter vorbereiten. Ne? Und es ist eine schöne Zeit, der Herbst. Da sind die Blätter braun, dann wir gehen spazieren. Ab und zu regnet es mal, es wird kälter. Also, weißt du, ne? Und dann kommt wieder der Winter. Dann kommt wieder das Eis und der Schnee und es schneit und es ist glatt und es ist kalt. Decke, Ofen an, alles so, weißt du? Ne? Papa, ja? Es gibt viele Jahreszeiten. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Papa. Un, deux, trois. Papa. Ja, Französisch. Pass auf. Schwedisch. Et, zwei, drei, vier, fünf. Ich sage es jetzt nur auf Arabisch. Wahid ist nein, Thalassa, Arba'a, Khamsa. Jetzt kennst du, Papa. Jetzt kennst du die Zahlen auf Papa, es vier gibt, Sprachen. Papa, es gibt nur einen Winter, nur einen. Ja. Hast du das gehört? Hast du das gehört? Das war ein Vogel. Na, und wo war der? In den Dachböden. Nee, hör mal da. Hörst du das? Hörst du das? Dann lassen wir nachher mal, gehen wir hoch, und lassen wir die Ruby hier los. Dann hauen die nämlich alle ab. Nein, das ist doch kein Monster, das ist nur ein armer Vogel. Sieh ich mal. Papa, es riecht jetzt schon nach Schönwald. Ja. Hör mal. Wir müssen die Ruby hochlassen nachher, gell? Nein! Bist du blöd? Wenn du das nicht isst, baue ich dir dein Klettergerüst wieder ab. Hast du Probleme mit Papa? Aufessen. Gib mir Pfeif. An der Hand. Na, nochmal. Na. Aufessen, Madame. Madame, voulez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mangez votre petit déjeuner. Ich bin nicht schwedisch. Essen. Ich bin nicht schwedisch. Nein. Essen, bitteschön. Thank you.
Ja, der Winter hat wieder massiv Einzug gehalten. Wir haben 8. April, aber 20 cm Neuschnee über Nacht. Das ist Nordschweden. Das ist Nähe zum nördlichen Polarkreis hier. Der Rubi macht Spaß. Herr Rubi. Ja, die Rubi braucht das. Ich brauch's weniger, weil ich wollte heute Holz machen. Na, meine Fuhre Holz ist gekommen, aber wird wohl nicht raus. Ah, komm, Rubi, komm. Was ich an Schweden mag, was mir hier gefällt, das ist, dass sie im Winter zum Beispiel kein Salz auf den Straßen streuen. Die nehmen Rollsplit. Rollsplit und ist genauso wirksam. Im ganzen restlichen Europa, da streuen sie Salz wie die Bekloppten. Das verpestet unsere Umwelt, das ist sowas von toxisch. Ja. Tonnen und Tonnen und Abertonnen. Das macht den Boden kaputt. Naja, hier eben nicht. Gut. Die Menschen hier in Nordschweden, einfach, bescheiden, höflich und immer korrekt und sehr hilfsbereit. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ich bin jetzt ein paar Tage mit Emmy allein. Da wird gepennt bis in die Puppen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Jeweils nachts oder abends. Zum Abendessen Spaghetti. Die werden schon vorgekocht in einer großen Marmite. Spaghetti. Nice. Thank you.